Und es ist das Ego selber, ist der Satan. Wir gehen da im Blindfeld genauer drauf ein, noch wesentlich genauer drauf ein. Wobei du alles schon 100 Mal gesagt hast. Und wir wollen nichts verändern, überhaupt nichts verändern. Die Veränderung besteht darin, dass dein Bewusstsein dich erhebt und du merkst, dass du in einer Kette von ausgedachten Leuten, von ausgedachten Menschen oder Erscheinungen bist du das letzte Glied. Der Geist, der mir jetzt zuhört. Und darüber gibt es nichts zu diskutieren. Weißt du, ich kann euch jetzt wieder erzählen, ich sage, wir denken uns einen Denker, der denkt sich was aus. Wer ist mächtiger? Das Ausgedachte oder der Denker, der sich's ausdenkt? Das ist das Spiel. Es ist erst einmal von einem Denker aus gesehen, ist alles, was er sich denkt, ist so, wie er sich's denkt. Aber es gibt einen, der mächtig ist, das ist nämlich der, der sich jetzt diesen Denker ausdenkt. Und sobald wir uns an denken, der sich an Denker ausdenkt, muss noch mal einer da sein. Jemand, der sich jemanden ausdenkt, der sich an Denker ausdenkt. Weil du magst, sobald du an was denkst, schiebst du das vor dich hin. Und diese Erkenntnis, dass du irgendwann mal erkennst, das bin ich, dann kannst du sagen, wie ich es behaupte, wahrlich, ich sage dir, ehe Jesus war, war ich. Und als Jesus habe ich gesagt, ehe Abraham war, war ich. Du kannst sogar sagen, ehe Gott ist, bin ich. Weil einen Gott gibt es auch bloß, wenn du ihn ausdenkst. Und im selben Moment musst du aber für alles, was du dir ausdenkst, auch die Verantwortung übernehmen. Ernste Themen. Obwohl man doch lachen kann auch, ne? Genau. Der alte Satz von dem Udo, lerne über alles und jeden zu lachen, ohne dich über was lustig zu machen. Das ist es. Das ist diese Weisheit liegt wirklich, der Humor trägt dich über alle Abgründe hinweg. Und mit dieser Erkenntnis, vor was solltest du Angst haben? Ich sage, ich kann dir ja nicht einmal drohen. Soll ich dir drohen, dass ich dich wegmache? Du bist doch schon nichts. Die Angst besteht darin, dass du dich mit einem Gedanken von dir verwechselst. Und ihr seid jetzt mittlerweile in dem Alter, dass ich immer wieder sage, wenn du über irgendwas nachgrübelst, dir muss irgendwann nochmal bewusst werden, dass der Geist, der das Leben erlebt, dass der sich nicht verändert hat. Ob du jetzt an deinen Körper denkst oder du denkst jetzt dich als 20-Jähriger. Wenn du jetzt irgendwas nachdüftelst, wenn der Heiko zum Beispiel über irgend sich Gedanken macht, weil er Aufnahme macht oder was schneidet oder was auch immer, der Geist, der jetzt nur über einen gewissen Moment, über ein Thema nachgrübelt und in dem Moment nicht an seinen Körper denkt. Und der kleine Heiko, der irgendwie was weiß ich, was bastelt als 20-Jähriger oder 18-Jähriger. Dieser Geist, der das macht, der sich Heiko nennt, hat sich überhaupt nicht verändert. Er ist nicht älter von Heiko. Stimmt oder stimmt? Ja. Das ist irre. Das Gefühl ist ganz, ganz verrückt. Wenn man jetzt dann in das Alter von der Heidemarie kommt, wird es noch krasser. Gott, so lange nichts du. Stimmt es? Das ist, dass du wirklich, dass hier rein über, was koche ich heute oder wenn du mal nicht speziell an den Körper denkst, dass der Geist, der sich jetzt Gedanken macht, was koche ich oder 40 oder 30 oder 20-jährige Heide, musst du dir eingestehen, dass dieser grübelnde Geist eigentlich überhaupt nicht älter geworden ist, wenn du nicht an den Körper denkst. Das ist gleich geblieben, es ist das ganze Leben, es ist nur wieder der Satan, deine eigene Logik, die dir versucht, irgendwas einzureden. Mit den ganzen Ängsten, mit dem ganzen Zeug. Genau. Und da hat man dann immer wieder Phasen. Und was natürlich hartnäckig ist, ist dieses Ego wertet und urteilt und richtet. Ja. Ja. Das wirst du wirklich merken, der klassische Satan. Und ich nehme es vorneweg, obwohl ich es in ein paar Gesprächen schon angesprochen habe. Wir haben ja die zwei Bezeichnungen: einmal den Shaddai, Ani El Shaddai. Da machen wir nur die Buchstaben. Shin, De, Jot. Das heißt ein logisch geöffneter Intellekt. Und Shin, De, diese logische Öffnung, das heißt jetzt erst einmal Dämon. Und der Dämon ist eine Schöpfermacht im Altgriechischen, eine Schicksalsmacht. So steht es in jedem altgriechischen Wörterbuch drin. Überhaupt noch nichts Negatives. Und Shaddai wird in der Bibel wird es nur mit der Allmächtige übersetzt und er ist in einem gewissen Maß allmächtig. Das heißt dann mein Dämon, meine eigene Schicksalsmacht. Und der Satan, der auch in der Bibel vorkommt, der schreibt sich Sin Tet nun, das ist praktisch dieses Shin, Sin als Sin, als Sinus jetzt, als Gedankenwelt, heißt ein logisch gespiegelte Existenz. Aber jetzt schau mal, denke mal jetzt an dich und dann wird dein logisch sich öffnender Intellekt, der Shaddai, der Dämon, wird sich selber spiegeln und
sich selbst vor sich hinstellen und sagen, das bin ich. Das ist der logisch gespiegelte Existenz von dir selber. Das existierende Ich ist das blaue Ich. Das ist der Saturn. Das ist dein blaues Ich. Und darum heißt es in den Übersetzungen auch, das ist der Ankläger. Jetzt frage ich dich, wer ist es, der permanent an einen rumnörgelt und an einen rumkotzt? Und wer bestimmt, was richtig und verkehrt ist? Ja. Wie oft habt ihr schon gehört in Selbstgesprächen, wenn ich sage, ich mache dich, Geistesfunke, zum Richter und Ankläger über alles und jeden? Und deine Richtersprüche vollstrecke ich an den Menschen, der du zu sein glaubst in deinem Traum. Ja.